Ich werde euch Titelsongs von Fernsehserien oder Fernsehshows vorspielen. Ihr habt dafür auch Kopfhörer, die könnt ihr gleich aufsetzen oder euch jetzt schon mal akklimatisieren. So. Also nur Fernsehserien, Fernsehshows. Fernsehshows oder Fernsehserien. Ja, also alles, was im Fernsehen zu sehen war. Jo. Und ihr drückt dann den Buzzer, habt 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt. Bei falscher Antwort kriegt der Gegner einen Punkt und kann abermals in 5 Sekunden dann vielleicht einen Abstauberpunkt erzielen. Ja? Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Soweit Fragen? Nee. Martin, alles verstanden? Passt. Trotzdem machen wir mal ein Beispiel. Stefan? Derek. Das wäre Derek gewesen. Schade, dass es ein Beispiel war, aber du hast es schon mal verstanden, wie es geht. Ja, das haben wir mit euch vor. So, Horst Tapper kann sich wieder hinlegen und jetzt geht es los. Erster Song. Martin. Schwarzwaldklinik. Martin sagt Schwarzwaldklinik und das ist falsch. Das ist der erste Punkt für Stefan. Stefan, möchtest du abstauben? Da, 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 kenne ich. Kenne ich. Da, da, da. Ich habe Zeit jetzt, oder? Nee. Wie? 5, 4, 3. Ah, kenne ich. 2. Da, da, da. 1. Da, da, Antwort? Da, 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 keine. Da, 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 da. Okay. Warte mal. Nee, nix, warte mal. Ich löse auf. Was war das denn noch? Das wär's gewesen. 3 Engel für Charlie. Ja. Ja, wie die 3 Damen vom Grill, nur in Hotpants. Schöne Serie damals in den 70ern. Können wir das nicht so machen, dass man die Melodien einfach nur weitersingen muss und gar nicht wissen muss, wie das... Nein, so können wir das leider nicht machen. Das kannst du so zu Hause spielen, aber nicht heute Abend hier. So, und das hab ich, ist... Habe ich jetzt einen Punkt? Ja, du hast einen Punkt, weil Martin hat. Die falsche Antwort gegeben hat. Und das ist Lied Nummer 2. Ruhe im Publikum. Alf. Da. Alf ist richtig. Ja. Gordon Shumway. Vom Planeten Melmac. Das war unser Freund Alf. Du guckst mich aber an. Hast du ihn noch nie gesehen? Doch. Okay, alles klar. Alf, 2:0 für Stefan. Und hier ist Song 3. Gleich haben wir eine ganze Folge gesehen davon. Ich weiß aus welchem Land es ist und ich weiß auch, was am Anfang da passiert. Ich habe es vor mir, ich kann dir aber die Serie nicht sagen. Okay, ich sag's euch. Das ist ein Fall für 2. Ein Fall für 2. Dr. Renz und Matula. Und sein schöner weißer Alpha. Ja, aber schön, ein Fall für 2. Schön alten Käse habt ihr. Ja, natürlich. Du bist doch auch schon 40. So. Jetzt geht's weiter, 2:0 für Stefan. Hier ist Lied Nummer 4. Sex and the City. Sex and the City und das als Mann, richtig. Deine Frau ist gerade ganz stolz auf dich. Ja, so, Sex and the City ist der erste Punkt für Martin gewesen. Und wir haben ein weiteres Liedchen für euch vorbereitet, nämlich das hier. Das ist die Schwarzwaldklinik. Da, 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 da. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja richtig.
verrissenen Augen eines Dr. Brinkmann guckt er mich an, ja? Ist. Normalerweise, ich erkenne gerne auch mal Sachen am Sound, nur über den Kopfhörer, so hört man ja Fernsehsendungen eigentlich selten, hat das so einen Sound, das kommt bei mir nie so aus dem Fernseher raus irgendwie. Deswegen, das irritiert immer, denkst du, mein Gott, haben die da Bässe reingemischt und so. Deswegen irritiert das immer ein bisschen. Am Anfang klang es wie was Amerikanisches. Ist das eine Beschwerde oder? Was? Ist das eine Beschwerde? Ist auch eine Beschwerde. Ja, so, ja. Ich werde weitergeben. 3:1 für dich, Stefan, und hier ist Lied Nummer 6. Tom und Jerry. Tom und Jerry. Vielen Dank für die Blumen. Können wir gelten lassen. Vielen Dank für die Blumen. Tom und Jerry. Vielen Dank. Von Udo Jürgens gesungen. Ja, sehr schöne Zeichentrickserie. Brutaler als jeder Ego-Shooter am Computer. So, Spielstand 4:1 für Stefan. Wie gesagt, wer zuerst 7 Punkte hat, hat gewonnen. Das nächste Lied. Ja, das haben wir eben schon mal gehört. Ihr wisst es boah, nicht. Ich kenn's, es nicht. Ich weiß. Setz nicht immer so den Kopf raus, das sieht ulkig aus. Ich sag's euch, das ist der Mann, der früher mal so ein schönes Goldkettchen hatte und sagte, auf die Plätze, fertig, los. Das ist die... Die... Pyramide mit Dieter Thomas Heck. Mein Gott! Ja. Die Pyramide mit Dieter Thomas Heck. Ja. Schön. Eine tolle Show. Oh, das ist aber echt lange her. Das ist aber die Version, die im DDR-Fernsehen lief, oder? Nein, es war ja gerade in Bund, hast du ja gesehen. So, und jetzt geht's weiter mit Lied Nummer 8. Ruhe im Publikum. Bitte schön. Schaffen die Jungs von ganz alleine. Friends. Friends ist richtig. I'll be there for you von den Rembrandts. So heißt das Lied. Mit Frau Pittex, nämlich Jennifer Aniston unter anderem. Also Friends, das ist der zweite Punkt für Martin. Er holt auf. Mal sehen, ob er einen Lauf bekommt. Hier ist der nächste Song. Die Waltons. Die Waltons ist richtig. Die Waltons. Wo das gute Nachtsagen länger dauerte als eine ganze Folge. Die Waltons. Das ist der 5. Punkt für Stefan. Bin ich aber froh, dass er auch ein ähnliches Alter hat. Weil ja, wenn du hier einen 38, hast, der 25 ist, der kennt die ganzen Serien natürlich nicht mehr. Dann bist du froh, dann wirst du eigentlich... Jetzt mach weiter. Froh sein, wenn er jünger wäre. Ja. Quatsch nicht. Ja, ja, ist richtig. Ist ärgerlich, wenn man sich ertappt. So, hier ist Lied Nummer 10. Bitte? Captain Future. Ist richtig. Captain Future. Das war eine meiner Lieblingsserien. Ja, immer samstags nachmittags Captain Future. Da gab es sogar mal in den 90ern so eine House- oder Techno-Version ja. Von, oder? Figuren, die alle aussahen wie die Geschwister von Heidi, ähnlich gezeichnet. So, und 6:2 bedeutet 4 Matchbälle, was dieses Spiel angeht, für Stefan. Der nächste Punkt und dann hast du 5 Punkte auf dein Gesamtkonto. Ja. Das ehrt sie sehr, aber jetzt bitte Ruhe, denn wir brauchen Konzentration für Lied 11. My eyes are getting weary.
My back is getting tight. I'm sitting here in traffic on the Queensboro Bridge tonight. But I don't care, cause all I wanna do. Es wird schon mitgeschunkelt im Publikum, das soll euch aber nicht unter Druck setzen. Auf jeden Fall eine Serie aus Amerika. Ach was. Aber ehrlich gesagt, wenn das so Sitcom ist irgendwie, dann kenne ich mich da nicht so richtig aus. Sagt euch King of Queens was? Ah. Die großartigen Heffernans aus der Vorhölle von New York. Doug und Carrie, also King of Queens. Das hätte man ahnen können, weil da kam nämlich irgendwie Queens vor in dem... Queensbrook Bridge. Ja, Queensbrook Bridge. Ja. Nächstes Liedchen. Das wird nichts mehr. Das müsste ich zwischen zweien, aber das darf man ja nicht. Nein, das man darf kann man ja nicht sagen, nein. Entweder oder. Nein, das darf man nicht. Das ist Quincy. Ja. Quincy wäre es gewesen. Ist ein bisschen ähnlich mit A-Team, oder? Ein bisschen was von A-Team, habe ich gedacht. Gott sei Dank, dass ich nicht gedrückt habe. Das ist richtig. So, 6-2 noch für Stefan. Nächste Chance, den Sack zuzumachen oder ranzukommen. Denver Clan. Das ist der Sieg für Stefan, der Denver Clan. Crystal Carrington kommt im Hamilton-Effekt die Showtreppe runter. Man stellt es sich vor. Ja, mit Denver den 7. Punkt gemacht. Da habe ich aber Glück gehabt, dass das Oller Käse war, weil bei den neuen Sachen, so Sex and the City, hätte ich überhaupt nicht erkannt. Meine Frau guckt es ganz gerne. Ja, ja. Und da musst du natürlich, ne? Mit. Ja. Natürlich. Selbstverständlich. Kannst du mal Desperate Housewives vorsingen? So, jetzt vergessen wir dieses Spiel, denn wir haben ja noch viele weitere für euch. Schauen wir erstmal auf den Punktestand. Also, dieses 5. geht an Stefan. Es ist wieder knapp geworden, 8-7. Aber Martin liegt immer noch in Führung.